Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zu einem weiteren Tag hier auf dem Mars bei Stationeers. Ja, nach einem unerwarteten Update für Stationeers. Ja, 8 Monate knapp hat es gedauert und die Kollegen von Rocketworks haben hier ein neues, größeres Update gebracht, was viele kleine Bugs behebt, inklusive auch wohl die Performance deutlich verbessern soll. Und ja, was sich sonst noch alles geändert hat, ich habe mir jetzt die gesamten Patch Notes nicht angeschaut, aber es hat sich einiges geändert, das habe ich mit dem Kedra auch schon festgestellt in unserem kleinen privaten Spielstand. Allen voran zum Beispiel das Solartracking. Ach ja, übrigens, wundert euch nicht, dass der Kollege hier rechts unten jetzt anders aussieht. Das wurde ebenfalls wohl zurückgesetzt mit dem Patch. So, ich habe noch eine kleine Umbaumaßnahme gemacht, allerdings das vor dem Patch. Und zwar, wie man hier sieht, habe ich den Transformator umgebaut. Der steht jetzt nicht mehr hier, sondern der Strom kommt hier rein, geht zu unserer APC und nach der APC habe ich unseren Transformator hingebaut. Warum habe ich das gemacht? Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Ich bin auch kein gelernter Elektriker, deswegen war nur so eine Überlegung. Wenn ich den Transformator vor die Batterie, also vor die APC stelle, dann regle ich ja nur das, was zwischen dem Transformator und der Batterie läuft und dann hat alles, was nach der Batterie kommt, kann ja aus der Batterie ziehen bis zu einem Maximum von vielleicht sogar über 5000 Bedarf. Und deswegen habe ich mir gedacht, muss ich den Transformator nach die Batterie stellen, dass die Batterie, ne, die liefert halt, was sie halt liefern kann, aber der Transformator sorgt dafür, dass eben nur das, was wir eingestellt haben, tatsächlich dann auch hier weiterverarbeitet wird. Ich habe hier übrigens noch so eine kleine Sicherung eingebaut, eine 5 Megawatt Sicherung. Damit kann ich steuern, sollte hier tatsächlich mal irgendwas mehr als 5 Megawatt durch diese Kabel gehen, dann wird an dieser Stelle hier das Kabel zerbersten und nicht irgendwo per Zufall. Ne? Dafür kann man diese Sicherungen verwenden. Und der Trafo, der ist eingestellt auf 3500, also 3,5 Kilowatt. Das sollten wir mit unseren Kabeln hier eigentlich gar kein Problem haben. So, dann schauen wir raus und schauen uns die erste Änderung an, die wir machen müssen. Das betrifft nämlich das Solartracking. Da wurde mit dem Update was verändert. So, schauen wir es uns an. Wir haben ja hier unseren Solarpark beim letzten Mal hier an den Start gebracht. Und das Solartracking, das funktioniert jetzt anders, wenn ihr euch den Winkel hier mal anschaut von unseren Solarpanels. Denn die Sonne steht hier oben und der Winkel... Was? Was hat er gesagt? Oxygen? Achso, Moment. Ja, ich sollte natürlich vielleicht hier... Low pressure. Genau, ich wollte es gerade sagen, vielleicht sollte ich hier meinen Anzug wieder aktivieren, den habe ich nämlich ausgemacht. Einfach, weil ich sparsam bin. Genau, so sieht's aus. Also, die Sonne steht in einem anderen Winkel, als was unsere Solarpanels eigentlich vernünftig anfahren sollten. Ne? Das wurde geändert und zwar muss ich hier jetzt unsere Module verändern. Was ist passiert? Der Winkel unserer Solaris, der würde jetzt, Moment, um das mal zu zeigen, kopple ich jetzt hier mal eins ab, Moment. Ich nehme mal den hier weg. So, das heißt, dieses Ding hat jetzt keine Steuerung mehr. Keine aktive Steuerung mehr. So, und jetzt seht ihr hier, das war ja von 0 bis 100 Grad, ne? Und ihr seht, ich kann das Ding jetzt bis 165 Grad steuern. Das heißt, diese ganze Umrechnerei, die wir hier hatten, mit diesen 1.8 und so weiter, das brauchen wir alles gar nicht mehr. Und wieso hier 165 Grad? Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir hier gar nicht mehr auf 0 kommen. Ne? Früher ging es von 0 bis 100%. Jetzt kommen wir von 15 auf 165. Ne? Ihr seht, die fahren ja gar nicht auf 0. 0 wäre ja wirklich komplett senkrecht. Aber die sind auf 15. Beziehungsweise 165. Also es fehlen immer 15 Grad. Heißt, dieser Logic Reader, was der hier bringt, den vertikalen Wert, den kann ich direkt jetzt an die Solarpanels schreiben. Den muss ich hier nicht mehr mit meiner Math Unit umrechnen. Und das werden wir jetzt tun. Wir werden also den Batch Writer verändern, indem wir erst einmal ihn deaktivieren. So, und dann sagen wir, du bist jetzt nicht mehr unser Logic Math, sondern unser Logic Reader. Und der Logic Reader schreibt zu allen Logic
Also allen Solarpanels den vertikalen Wert. So, und jetzt seht ihr, stellen die sich gleich mal dezent nach. Und das Geile daran ist, die arbeiten jetzt mit einer mit einer sehr guten Effizienz von, ja, 86%. Und das ist natürlich schon schnuffig, also das hat was. So, jetzt muss ich den natürlich hier wieder ankoppeln, ne? Ist klar, weil sonst ist es ein bisschen doof. Sonst verschenkt man da Energie, das muss ja nicht sein. So, jetzt wird der auch nachgestellt, ne? Ich bin hier bei meinen 400 Watt. Das ist richtig schön. So, okay. Dann können wir den hier eigentlich ausmachen. Den brauchen wir nicht mehr. Den Kollegen. Können wir uns die 10 Watt Strom sparen. Und auch diesen Memory brauchen wir eigentlich nicht mehr. Weil wir hier direkt den Wert von unserem Vertikalen weitergeben. Ohne dass wir irgendwas umrechnen müssen. Also das ist das Erste, was ihr machen sollt. Oder solltet. Für den Fall, dass ihr ein Solartracking nach diesem Modell aufgebaut habt, dann müsst ihr hier das ändern. Ihr könnt direkt den vertikalen Wert hier reinschreiben. Und dann passt die Kiste. Und die Math Unit, die könnt ihr deaktivieren. Braucht ihr nicht mehr. Schauen wir uns das Ganze nochmal von außen an. Wir haben hier unseren Tageslichtsensor. Ja, also der ist ganz geschmeidig. 112. 113, ja. Also, ne, das. Nichts mehr mit bis 100, das läuft auf jeden Fall. Super. Haben also gar keinen Stress mehr. Ja, die kommen an die 400 Watt. Sogar noch mehr, oder? Wir sind jetzt bei 88% Effizienz. Ist ja spannend. Moment, das Licht brauche ich momentan nicht. Jetzt sind wir bei 400 Watt. 401. Okay. Das ist effizienter als vorher, würde ich sagen. Das beobachten wir mal. Okay. So. Auf jeden Fall, die Batterien sehen sehr gut aus. Was ist mir noch aufgefallen, beziehungsweise nicht mir, das hat jetzt auch mit dem Update nichts zu tun, sondern das ist einfach eine Korrektur, die wir machen müssen. Das ist dem lieben Kedra aufgefallen, als er in unserem privaten Spielstand noch ein bisschen gefarmt hat. Da ist nämlich was passiert. Da ist der Druckbehälter von der Schleuse ist ihm um die Ohren geflogen. So, welcher Druckbehälter? Der hier, dieser Gaskanister. Und wir haben beide keine Erklärung gehabt, warum das so ist. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen drüber nachgedacht und bin dann, denke ich, auf die Lösung gekommen, warum der zunehmend Druck aufbaut und ab 10 Megapascal fliegt der einem dann um die Ohren. Wir gehen ja, oder ich bin davon ausgegangen, ne, das was hier an Druck ist, das pumpen wir rein und pumpen wir dann auch wieder raus. Wir haben hier aber jetzt aktuell 23 Kilopascal Druck. Wenn ich die jetzt da reinpumpe in diesen Gaskanister, dann müsste ich ja theoretisch diese 23 Kilopascal auch wieder rauspumpen. Ich sage aber hier 22 Kilopascal. Das heißt, ich pumpe 23 rein beim Cyclen und beim nächsten Cyclen pumpe ich 22 raus. Es bleibt also 1 Kilopascal zusätzlich in der Flasche, in diesem Gaskanister, in diesem Container. Oder, naja, Kanister ist es, ne? Genau, Kanister. Und deswegen bekommt der immer mehr Druck ab und irgendwann zerreißt es den halt. Ja, das ist logisch. Man muss bloß mal drüber nachdenken, dass das passieren wird. Ich habe es nicht gemacht und deswegen ist dem Kedra in unserer Welt da alles um die Ohren geflogen. Und ja, die Erklärung ist eigentlich so einfach, gell? Man muss halt nur mal, ja, nicht so kompliziert denken. Aber ich habe mir schon eine Lösung für das Problem überlegt. Das haben wir dann in unserem gemeinsamen Spielstand auch schon ausprobiert, das hat soweit funktioniert und das würde ich jetzt gerne nachbauen. Dafür brauchen wir einen, wo haben wir den? Halt, der ist da drüben, genau. Dafür brauchen wir einen Pressure Regulator, beziehungsweise einen
Back Pressure Regulator. Eisen, Gold und Kupfer habe ich doch hier drin, oder? Nee. Habe ich aufgeräumt? Ah, ich habe aufgeräumt. Ich bin so... Oh, yeah. Sehr vorbildlich, Mensch. Sehr vorbildlich. Ich weiß, klingt komisch, aber... Naja. Also. Du kommst rein und du kommst rein. Und dann bauen wir da einen. Dankeschön. Moment. Das Zeug wieder raus, genau. Wird gleich wieder aufgeräumt, gell? Disziplin und so, ja. Disziplin, was ist denn das? Ja, ich weiß. So, ja, das ist übrigens auch lustig. Wenn man jetzt den Schrank zumacht, sieht es so aus für einen kurzen Moment, als wäre der Schrank leer, ist aber nicht so. Naja. Scheint auch ein neues Feature zu sein. So, dieser Pressure Regulator, den werden wir jetzt brauchen. Und wir werden auch hier ganz kurz mal umbauen müssen. Und zwar werden wir den Storage hier mal kurz wegbauen. So, dann schmeißen wir da hin, genau. Immer schön durch die Gegend knallen, das Zeug. Ganz wichtig, dann brauchen wir noch ein paar Pipes. Habe ich noch welche? Ja, ein paar sind noch da, sehr gut. Okay. So. Okay. Wie habe ich denn das gemacht? Das muss ich mir nochmal von außen anschauen. Das wundert mich jetzt gerade, aber okay. Wie haben wir denn das gemacht? So, Türe auf, komm. Ah, doch, okay, gut, ja. So, pass auf, dann machen wir das Ganze so. Dann bauen wir unseren halt den hier, den Pressure Regulator, bauen wir so hin. Ah, den Back Pressure Regulator, Entschuldigung, das ist der Pressure Regulator, also der Druckregler. Da kann ich sagen, bring so und so viel Druck weiter, keine Ahnung, ne, 3 Kilopascal oder was auch immer. Und mit dem Back Pressure Regulator kann ich steuern, egal was von hier kommt. Ich baue dann jetzt mal, egal was von hier kommt. Lass bitte alles, was von mir aus über 2 Kilopascal ist, oder 2 Megapascal, also in dem Fall 2,05 Megapascal, lass durch. Ne, wenn da jetzt 5 Megapascal hier drin sind, dann lässt er bis zu einem Level von 2,05 alles durch. Und der Rest bleibt hier drin. Also hier bleiben maximal 2050 Pascal, Kilopascal, Entschuldigung. Das ist so die Überlegung. Jetzt habe ich den natürlich ziemlich blöd gebaut, ist klar, aber ich wollte es ja nur zeigen. Deswegen den hauen wir jetzt mal wieder um. Also es bleibt natürlich beim Back Pressure Regulator. Gott, jetzt geht jetzt dieses Tetris wieder los, ich hasse es. Dieses verfluchte Tetris. So, ne? Aber es sieht scheiße aus. Nee, das gefällt mir nicht. Nee. So machen wir das. Jawohl, okay. Ich will die Steuerung innen haben. Ich weiß, das sieht komisch aus, aber hey, mein Gott. Was soll's. So. Jetzt haben wir natürlich das Gas in das Rohr gepumpt, aber das Rohr hält es aus. Also beim Cyclen, das ist kein Thema. Ja, deswegen funktioniert das jetzt auch, nur das Rohr wird halt auch irgendwann voll, ne? So, okay, jetzt haben wir den hier. So sieht das schön aus, so will ich das haben. So, dann nehmen wir wieder unseren Container. Unseren Storage, Entschuldigung, kein Container. So, den kommt da rein. Wenn wir uns den jetzt anschauen, dann hat er seine 1,1 Megapascal. In dem Rohr sind 1,1 Megapascal. Genau, das ist ja miteinander verbunden. Das ist alles gut. So, dann müssen wir jetzt noch hier einen Vent hinbauen. Einen passiven Vent. Wenn ich noch einen habe, habe ich wahrscheinlich nicht mehr, oder? Nee, ich habe nur noch einen aktiven. Das ist wieder toll. Okay. Vent. Halt, schreib's richtig.
Passiver Vent braucht 3 Gramm Eisen. Also wieder das Eisen holen. Den Kanister hier umrennen, genau. Sehr gut. So, und dann bauen wir den dahin. Okay, was wir jetzt noch brauchen, ist Verkabelung. Denn das Ding braucht ja Strom. Sehr logisch, denn ohne Strom geht nichts. So. Wir haben, ich muss gerade schauen, wie haben wir das angeschlossen, das blöde Ding hier? Ah, hier raus, gell? Ja. Ja, hier ist der Strom, okay. Das heißt, ich kann Kabel schauen, ja. Ah, das ist von... Eieiei. Das mache ich außen. Sorry. Das mache ich außen. Das ist mir hier zu stressig. Ah. Das ist mir zu umständlich. Ich sehe gern, wenn ich Kabel verlege. Deswegen... Ja, das ist hier draußen einfach viel angenehmer. Da siehst du, was du kriegst. You see what you get, genau. Oh, you get what you see, oder wie auch immer. So, jetzt hat das Kind auch Strom. Jetzt passt das Ganze. Und vor allem ist es auch innerhalb dieses Stromkreises, ne? Alles gut. So, dann gehen wir wieder rein. Okay, können wir wieder aufmachen. So, Licht aus. Jetzt haben wir, was haben wir gesagt, was haben wir drin? 1,2 Megapascal. Also ihr seht, das ist schon ein bisschen mehr geworden, ne? Nur mal, um zu zeigen, dass es funktioniert. Das ist der Backpressure Regulator. Wir stellen jetzt mal einen auf. Das, Das ist... Ja, ich könnte jetzt den Labeler nehmen und das genau machen und könnte es eingeben, aber so klicke ich halt jetzt 50 Mal. Pass auf, ich stelle den jetzt mal auf 1 Megapascal. Das heißt, wenn es alles funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, müsste dieser Überdruckregler dafür sorgen, dass in diesem Rohrsystem nur noch 1 Megapascal bleibt. Ne? Das 1,2 Megapascal sind drin. Jetzt schalte ich den an. Habt ihr gemerkt? Jetzt sind bei uns hier, ist der Druck jetzt ganz leicht gestiegen kurzfristig. So, und wenn ich jetzt schaue, schaut mal hier. 999,9 Kilopascal. Gut, das variiert natürlich wegen der Temperatur und so, aber es ist kein Thema. So, und auch hier in unserer Flasche sind jetzt nur noch 999,7 jetzt Kilopascal. Das Ding funktioniert. So, und jetzt gehe ich her und cycle nochmal. Ich habe hier 23 Kilopascal. Die gehen jetzt in die Flasche. So. Jetzt habe ich wieder die 2 Kilopascal, die Marsatmosphäre, die hier reinkommt. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Dann sollte das hier wieder abgepumpt werden. Und hier müsste wieder die 23 Kilopascal oder 22, was wir eingestellt haben. 22, genau. Und das Ding geht wieder auf. So, und jetzt steigt hier auf 24, da wir hier drin ein bisschen mehr haben. Also wir haben hier eine Differenz 24 zu 22. Und was haben wir in unserem... Ja, okay. Ihr seht, wir haben in unserem Kanister 333 Kilopascal. Also das System hat auf jeden Fall noch was drinnen. Und beim nächsten Cyclen, wenn es wieder reingepumpt wird, füllt sich das Ganze hier wieder. Und alles, was über 1 Megapascal ist, wird hier wieder zurückgepumpt in diesen Raum. Und damit ist gewährleistet, dass wir A, diesen schnellen Cycle-Vorgang haben, weil einfach genug Druck da ist, um hier diesen Druck für diesen kleinen Raum aufzubauen. Wir müssen nicht so lange warten. Und das zweite ist, wir sorgen dafür, dass uns dieser Container,
dieser Kanister, dieser Gaskanister niemals um die Ohren fliegt wegen Überdruck, weil wir hier diesen Überdruckregler eingebaut haben. Also so haben wir das Ganze jetzt gelöst. Und gut, das Ding, das kostet halt 100 Watt. Ja, mein Gott. Dann kostet es 100 Watt. Das ist mir dann auch egal. Das ist mir ziemlich wurscht, ehrlich gesagt. Diese 100 Watt, die habe ich, glaube ich, übrig. Also wir verbrauchen aktuell 500 Watt laut Anzeige. Ja, die Schleuse, ja, kostet 70 Watt. Der Battery Charger kostet 10 Watt. Der Transformator kostet 500 Watt, echt? Wow, okay. Hätte ich gar nicht gedacht. Dass der 500 Watt zieht. Nee, das kann gar nicht sein. Hier heißt 500 Watt und aktuell verbrauchen wir 500 Watt. Das stimmt wieder irgendwas nicht. Nee, da stimmt was nicht. Eben, die Lichter verbrauchen ja allein schon 300 Watt. Das sind 6 Lichter, die wir hier drin haben. Ich habe da drüben noch ein zusätzliches Licht gebaut. Also, dass der Transformator 500 Watt zieht, das glaube ich nicht. Hier der Back Pressure Regulator, der braucht 100 Watt. So, das interessiert mich jetzt aber. Transformer. Small. Das gibt auch ein Medium. Schau an. Okay. Transformer Reversed. Small. Hä? Kenne ich ja gar nicht. Okay. Eben, schau mal. Der kostet 10 Watt. Das ist schon ein Unterschied, ne? Also 500 Watt hätte ich jetzt ziemlich abenteuerlich gefunden. Aber da stimmt einfach hier die Anzeige nicht. Also die Aufschlüsselung hier stimmt nicht. Ne? Die Anzeige, da gehe ich davon aus, dass die passt, die 500 Watt. Aber das hier, das stimmt einfach nicht. Und ihr seht auch, wir haben potenziell 3,5 Kilowatt. Also 3, ne? Ja. Zack. Megawatt. Das ist durch den Transformator hier. Diese 3,5 Watt. Ach, Megawatt, sage ich schon. So ein Blödsinn. Kilowatt, Entschuldigung. Doch, Kilowatt, ja. Also 3500 Watt sind 3,5 Kilowatt, ja, freilich. Die Kabel halten ja bis 5000 Watt, ja. Das hat mich dann komplett gespult. Wenn ich sehen will, wie es mit unserer Batterie aussieht, muss ich nochmal kurz... Ups, halt. Helm zumachen, bitte. Besser ist das. Dann muss ich natürlich ins andere Stromnetz, denn dieser Transformer, dieser Transformator und die APC, die trennen ja Stromnetze. Ne, wenn ich sehen will, wie es da drin aussieht, dann muss ich hier schauen. Ihr seht, wir haben ein Potenzial von 11,5 Megawatt. Das ist das, was in den Batterien gespeichert ist. Also alles geschmeidig. Alles ganz geschmeidig. Und ihr seht, der Verbrauch ist gesunken. Ja, kein Wunder. Wir haben nämlich jetzt die 300 Watt, die... Allein das Licht uns kostet nicht mehr, ne? Die werden nicht mehr nachgefragt. Deswegen verbrauchen wir ja plötzlich keine 500 mehr, sondern nur noch 200. Die 10 für den APC, den denken wir uns, denn das braucht er nicht, die 10. Er verbraucht nichts. APC verbraucht nichts. Das ist eine falsche Anzeige. Aber funktioniert. Probleme gelöst, alles gut. So, wie sieht's aus mit unserer Effizienz? 400 Watt, ja. Also gefühlt arbeiten die jetzt sogar effizienter als zuvor, würde ich mal sagen. Gefühlt arbeiten die jetzt effizienter. Da hast du konstant deine 400 Watt. Das hat was. Finde ich gut. Okay. So, dann... Ah ja, genau, ich wollte ja noch ein neues Spielzeug machen. Fällt mir gerade so ein, ne? Ich will euch ja jetzt hier nicht nur langweilen mit, was habe ich noch geändert oder was habe ich mir dabei gedacht, ne? Gut, ich habe jetzt viel gequatscht und wenig gemacht, aber ich versuche halt auch das, was ich tue, irgendwie zu erklären, warum ich das so tue und was ich mir dabei denke, ne? Es kann ja sein, dass die Gedanken völlig falsch sind und dass dann einer von euch sagt, hey, das ist aber ziemlich blöd, was du da machst. Oder... Wenig durchdacht, blöd klingt immer so negativ. Ne, also deswegen, es steht ja frei, zu sagen, du pass auf, ist vielleicht ein bisschen unsinnig, wie du das machst, machst du mal so und so. Also
Ich bin da ja offen. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen und ich weiß, das war jetzt wieder so ein 3 Euro ins Phrasenschwein, gell, aber es gibt für ein Problem immer mehrere Lösungen, sage ich. Deswegen am Ende, wenn es funktioniert, dann ist gut. Und bei uns hat es ja jetzt zumindest, speziell das hier hat er ja jetzt gut funktioniert, dass uns da künftig keine Explosionen mehr drohen. Nee, was wollte ich noch machen? Ich wollte noch mir einen neuen Gürtel bauen. Nachdem wir das ja auch freigeschaltet haben. Einmal den größeren Mining-Gürtel. Da brauchen wir Stahl und Konstantan. Stahl und Konstantan. Haben wir genug? Jawohl, passt. So. Schmeißen wir da hin. So, warum steht der hier so blöd jetzt im Weg rum? Das gefällt mir nicht. Okay, so gefällt es mir auch nicht. Tja, Ja, sag jetzt mit, Leute. Bist du bescheuert jetzt? Stell den jetzt an. So. Dass man die nicht gescheit stellen kann. Ich weiß, man könnte solche. Sauer, jetzt sieht es schön aus, genau. Man könnte solche Befestigungen bauen, aber das ist mir jetzt zu blöd. Also, wir wollen einen neuen Mining-Belt haben, bitte. Wenn wir schon einen neuen schönen Bohrer haben, dann will ich auch einen neuen Mining-Belt haben. So, schauen wir uns den mal an. Das ist der alte. Das ist der neue. Ihr seht mal. Ne? Der hat halt mal so eine ganze Reihe mehr Platz als der alte. Das ist schon mal nicht verkehrt. Und das Schöne ist, wir können diesen alten Gürtel, so, also den hier, der ist jetzt leer, den können wir zum Beispiel so ein bisschen als Lager missbrauchen. Ja, ist ein kleiner gemeiner Trick, aber es funktioniert. Damit, also den kann ich zum Beispiel in den Schrank legen und kann dann trotzdem hier schöne Erze drin lagern. So, was will ich jetzt noch? Den Toolbelt hätte ich gern noch, der braucht Eisen. Den holen wir uns auch noch. Danke. So, und wenn wir uns den anschauen, der hat natürlich auch ein bisschen mehr, ne? So, nehme ich den alten mal daneben und fange dann an, Sachen umzupacken. Ihr seht, der hat halt gleich mal ein paar Slots mehr, ne? Also, ja. Nicht verkehrt. Heißt, wir werden diesen neuen Belt auch mit uns nehmen. Und den alten, den werden wir, keine Ahnung. Könnte ich jetzt schreddern zum Beispiel, den alten. Ja, das mache ich auch. Gute Idee. Weg damit. Haha. So, genau. Und das geht dann hier in die Zentrifuge. Und dann haben wir einmal den neuen Mining Belt und einmal einen neuen Tool Belt. Sehr schön. Was möchte ich noch? Weiß gar nicht. Momentan möchte ich da, glaube ich, gar nichts. Nö. Hardsuit Backpack. Astroloy Stellite. Oh, ist ganz schön teuer. Ja, dann kann man nochmal so. So ein zusätzliches, zusätzliche Kapazität kann man dann quasi am Start haben. Ja. Kann ich zum Beispiel dieses Teil kann ich hier reinziehen, dann habe ich das Lager im Lager. Auch so ein kleiner Trick, wie man ein bisschen pushen kann. Wobei, wir könnten es eigentlich machen, gell? Stellite und Astroloy. So viel haben wir da gar nicht mehr. Gut, Astroloy haben wir jetzt wieder ein bisschen, nachdem ich da was hergestellt habe. Komm, stell's her, was soll's. Dass ihr es ja einmal gesehen habt. Oh, wir könnten sogar den neuen Anzug machen, ne? Der Nachteil am neuen Anzug ist, dass dann das Sichtfeld etwas mehr eingeschränkt ist als bei diesem Helm. Ne, ich meine, man kann, glaube ich, auch hier genau in die Perspektive switchen. So, das ist unser Kollege hier. Ihr seht bei dem, da ist das Sichtfeld kaum eingeschränkt. Und der neue Helm,
Wenn ihr das seht, der ist stark eingeschränkt. Also dann sieht man nicht mehr so viel. Das finde ich persönlich jetzt nicht so toll. So. Und ihr seht, der hat nochmal jede Menge Platz. Ne? Er hat nochmal 12 Slots. Einfach so Platz. Was ja richtig geil ist. Da könnte ich zum Beispiel sagen, pass auf. Das machen wir so, genau. Das ist mein Werkzeuggürtel. Hier ist mein Jetpack. Und dann klicke ich drauf und habe hier nochmal jede Menge Klump dabei. Kann man machen? Ja, haben wir jetzt gemacht. Okay. Was man allerdings noch machen könnte. Eine verbesserte Hardsuit, gell? Komm, den bauen wir uns auch noch. Also ein verbesserter Anzug. Der hat hier zusätzlich noch einen Filterplatz mehr, meine ich. Wir machen das mal alles aus. Man sieht nicht mal mehr die Batterien, ne? Tja. Ach ja, hier drüben habe ich schon mal vorbereitet so ein bisschen Rahmen aufgebaut. Man kann jetzt auch hier außen rumlaufen um unsere Bude. Das, also, ne, wie man Rahmen setzt und aufwertet, ich glaube, das ist jetzt kein allzu großes Geheimnis mehr. So, hier ist unser Hardsuit, unser neuer. Und wenn wir uns den anschauen, ihr seht, der hat sogar einen programmierbaren Chip-Slot. Soweit sind wir noch nicht, den können wir noch gar nicht bauen, aber wir sind, glaube ich, gar nicht so weit entfernt davon. Airtank critical. Ah ja, genau, es gibt auch eine neue Stimme, die die Warnungen ausspricht. Power critical. Power critical, oh yeah. So. Filter critical. Filter critical. Zack, und schon sind die Warnungen weg. Und den könnten wir zum Beispiel auch schreddern, aber den schmeiße ich mal in den Schrank. Den guten. So, und wenn wir uns jetzt den Kollege anschauen. Moment. Halt. Jetzt seht ihr hier, der hat einen neuen Anzug, aber noch einen alten Helm. Und man sieht sogar den neuen Belt, den er hat. Ne? Der sieht anders aus als der alte. Ja. Gut, der Helm passt jetzt natürlich nicht, ne? Man müsste jetzt eigentlich... Wisst ihr was? Komm, was soll der Geiz? Wir bauen das Ding jetzt. Ist scheißegal, wir bauen das Teil jetzt. Ist doch wurscht, genau, ist doch wurscht. Ist doch... Na nun, wo kommt der her? Ach Gott, ich habe hier ein Werkzeug aufgenommen, das hier im Schrank war. Das war's, du wirst geschreddert. Weg. Jawohl. So. Wir haben ja hier unsere Wrench. Ne? Das war so eine Ersatz-Wrench, die mit dabei waren in unserem Lander. Keine Ahnung wieso. So, reicht. Dankeschön. Da kullert der Helm einfach weg. Da bleiben. So, jetzt tauschen wir den. Achtung. Pressure critical. Na nun. Temperature critical. Low pressure. Oxygen low. Wir sollten natürlich aufmachen. Jetzt bin ich aber überrascht. Das, ja, okay, dann war das vielleicht in der alten Version. Ich bin jetzt sehr überrascht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Tja, das kommt davon, Hobby, wenn man keine Ahnung hat. Was soll ich sagen? Moment. So, das ist jetzt der neue Anzug. Ich sehe gerade, wir haben noch das alte Backpack. Ja, das könnten wir auch noch neu bauen. Das ist mir jetzt noch gar nicht so aufgefallen. Normalerweise war das Sichtfeld hier oben eingeschränkt. Ja, du hast nicht alles gesehen. Das heißt, wenn du irgendwo beim Mining warst oder sowas, hat dir so ein bisschen vom Sichtfeld oben und unten gefehlt. Aber das scheinen sie jetzt korrigiert zu haben mit dem letzten Patch. Quadrato, du mögst mir da bitte recht geben. Dann alles andere würde bedeuten, ich habe ein scheiß Gedächtnis und kann mich nicht erinnern und bilde mir schon komische Sachen ein, die gar nicht stimmen. Kann sein. Naja. Also, ihr seht hier, ne, ist nichts weiter als ein paar Stahlrahmen. Das werde ich hier noch ein kleines bisschen weiter ausbauen, weil hier soll ja unser Gewächshaus dann hin.
Deswegen habe ich hier auch schon mal den Boden etwas so eingeebnet. Das sind alles so Dinge, die habe ich, naja, offscreen gemacht. Also das, naja, sind wir ehrlich. Genau, so spannend fand ich das jetzt nicht. Habe ich zum Beispiel diesen Flat-Modus des Boders ausprobiert. Den habe ich euch ja schon mal gezeigt. Ja, dass der Bohrer zwei Modi hat. Den ganz normalen, wo ich mich irgendwo runterbohren kann. Naja, ich suche, was machen wir hier mal? Genau so, den hier, dass ich runterbohren kann. Oder der zweite Modus ist, ich kann hier sagen, Set Flatten. Und dann stelle ich mich hier hin auf diese Höhe und bohre. Und dann ebnet er das halt alles auf die Höhe ein, wo ich bin. Da kann ich gar nicht runterbohren, wie ihr seht. Das funktioniert nicht. Aber ich kann zumindest einebnen. Das ist mit diesem Bohrer möglich. Das hat sich dann natürlich angeboten, das so zu machen. So, jetzt muss ich bloß den wieder umstellen auf Default, genau. Super, jetzt habe ich drei Kupfer hier mit mir. Ah, was soll's. Die kommen in den Schrank. Die kommen in den Schrank. Und gleich aufgeräumt. Ja, ihr seht, ich habe auch fleißig eingeschmolzen und alles, ne? Also, Haubi war nicht untätig. So, und den alten Mining Belt, den schmeißen wir jetzt da mal rein. Genau. Und da kann man dann im Bedarfsfall, können wir da dann Zeug reintun. Eignet sich zum Beispiel hervorragend, um Eis zu lagern. Wir wissen, wenn wir das so in den Schrank legen, dann schmilzt es bei positiven Temperaturen und im Mining Belt bleibt es ja bestehen. Da schmilzt es ja nicht. So, okay. Dann machen wir das letzte noch. Den Jetpack. Vesperloy, ach du Schande, okay. Den habe ich nicht. Vesperloy habe ich nicht. Oh ja, Vesperloy ist eine super Legierung, ne? Oh, die ist ganz böse zu machen. Schaut euch das mal an. 50 Megapascal. Unsere Advanced Furnace. Ne, ab 50 Megapascal ist die im roten Bereich. Und da läufst du Gefahr, dass dir die explodiert. Und 400 bis 800 Kelvin, das ist gar nichts. Wie willst du denn diesen Druck bei so einer niedrigen Temperatur an den Start bringen? Das ist, das stelle ich mir, also das ist extrem schwierig. Deswegen, da verzichte ich drauf momentan. Nee, also die Idee, die steckt bei uns wieder. Das Vesperloy, das ist im Moment... Nee, danke. ich denke jetzt gerade mit Schrecken an Erlebnisse, die ich mit dem Getrag gehabt habe, wo wir es mehrfach geschafft haben, dass uns die Furnace explodiert ist. Nee, das stelle ich hinten an, liebe Leute. Das Vesperloy. Das muss nicht sein. Also, ich sage vielen Dank fürs Dabeisein hier in der heutigen Folge. Und ja, wünsche euch... Wie immer, bis zum Wiedersehen. Eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.